So, BC Michael jetzt bei mir nach dem ersten Testspiel im Jahr 2021. Der LASK schlägt die Austria mit 3:1. BC, wie hast du das heutige Spiel erlebt? Für das erste Testspiel war es, glaube ich, sehr gut. Wir haben schnell ins Spiel gefunden, haben uns ein paar Torschancen herausgespielt, sind dann durch einen Standard in Führung gegangen. Hätten durchaus zur Halbzeit höher führen können, haben das in der zweiten Halbzeit dann gleich mit dem 2:0 gemacht und ja, dann haben wir viel gewechselt, war der Spielfluss vielleicht ein bisschen draußen, aber die Austria ist zum Anschluss gekommen, wir haben aber nochmal eins draufgelegt und im Großen und Ganzen ein sehr, sehr guter Test für uns und ein hochverdienter Sieg. Ihr seid ja schon diese Woche wieder ins Training eingestiegen, eine durchaus außergewöhnliche Vorbereitung, so kurz, glaube ich, war die Pause noch nie. Wie ist es dir und wie ist es der Mannschaft da gegangen? Ja, sehr, sehr gut. Zu Beginn natürlich die obligatorischen Tests, die haben wir alle gut absolviert. Jeder Spieler ist fit. Eine kurze Vorbereitung dieses Jahr, aber es ist umso schöner, wenn es schnell wieder losgeht mit den Pflichtspielen. Darauf arbeiten wir alle hin. Zwei Wochen haben wir jetzt noch Zeit, um uns den Feinschliff zu holen. Ich glaube, die erste Woche war sehr, sehr gut und wir wollen natürlich an die Leistung jetzt anschließen. Ja, und nun auch unser Cheftrainer Dominik Thalhammer hier bei mir nach dem ersten Testspiel gegen die Austria. 3:1 Erfolg heute gegen den Bundesligisten. Wie ist dein Resümee nach dem heutigen Spiel? Ich glaube, ein guter Testauftakt. Wir haben alle Spieler zum Einsatz gebracht. Wir hätten, denke ich, auch höher gewinnen können und denke, alles in allem ein guter Auftakt. Es war eine sicherlich außergewöhnliche Vorbereitung, auch jetzt schon in der ersten Woche. Die Pause war sehr kurz. Was ist dein erstes Resümee jetzt, nachdem das Training wieder losgegangen ist? Ja, ich spüre einfach sehr, sehr viel in der Mannschaft. Ich spüre, dass sie sich jeden Tag verbessern will und ich spüre, dass sie unglaubliche Lust auf Fußball hat und ich denke, dass sie heute in vielen Phasen des Spiels das gezeigt hat. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich und glaube, dass wir einfach ein gutes Frühjahr spielen können. Jetzt am 24. Jänner geht es dann wieder weiter mit der Bundesliga. Wie geht es bis dahin noch weiter in der Vorbereitung? Ja, wir haben jetzt noch zwei Testspiele geplant gegen unseren Kooperationsverein, die Juniors und dann auch noch gegen Lafnitz. Und ich denke aber, im Vergleich zur Sommervorbereitung befinden wir uns auf einem ganz anderen Level. Es gibt klare Automatismen in der Mannschaft und klare Abläufe. Und es gibt einige Stellschrauben, an denen wir drehen können, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Saison spielen werden.